Tabitha wird krankenhausreif geschlagen. Und das hier auf der Schafenstraße. Das hat den Mann, der mich zuerst angesprochen hat, dann wohl dazu verleitet, mir in die Haare zu greifen, mich nach unten zu drücken und mich bis zur Bewusstlosigkeit zu schlagen. Diese Straße ist eigentlich ein Safe Space, also ein Ort, an dem sich queere Menschen sicher fühlen sollen. Geht's jetzt noch weiter, Stress? Ich krieg direkt Zitteranfall. Ich verbringe eine Nacht mit Tabitha und ihrer Freundin Frances hier auf der Schafenstraße, weil ich wissen will, ist dieser Safe Space wirklich safe? Die Schafenstraße ist der queere Treffpunkt in Köln mit mehreren queeren Bars und Clubs. Die Straße befindet sich in der Innenstadt und zieht jedes Wochenende sehr viele queere und nicht queere Menschen an. Hey, na? Und, wie geht's so? Ja, nervös, würde ich sagen. Also wir sind jetzt das erste Mal wieder hier, seitdem was passiert ist, wirklich bei Nacht. Wir sind auf jeden Fall da und jederzeit, wenn es euch irgendwie, wenn ihr euch unwohl fühlt oder so, sagt ihr Bescheid. Ne? Also ja, wir können das jederzeit hier abbrechen oder so. Jetzt geht es noch relativ, weil es noch verhältnismäßig leer ist. Aber sobald sich wirklich diese Menschentrauben hier bilden und das voller wird, fühle ich mich noch unsicher. Jetzt geht's gerade noch. Ihre Sorge ist nicht unbegründet, zeigt sich noch später am Abend. Könnt ihr mir einmal zeigen, wo genau ist das passiert hier? Ja. Tabitha und Frances waren im Exile feiern, hier der Club vorne. Sie hatten eine dritte Frau kennengelernt und haben sich draußen geküsst. Dann kam eine Gruppe von Männern, die natürlich auf das Geschehen aufmerksam geworden sind. Und einer meinte, vorbeigehen, dann ja, dürfen wir mal mitmachen. Den Spruch haben wir alle schon mal gehört. Daraufhin haben wir erstmal einfach nur Nein gesagt, so sehr bestimmt, aber halt eben Nein. Und dann ist die Situation auch echt schnell eskaliert. Ich weiß nur noch, dass ein Mann gegen Frances die Hand gehoben hat. Ich war eigentlich relativ viel im Hintergrund die ganze Situation über. Und das war für mich so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, jetzt ist hier Ende und ich konnte mich auch nicht mehr zurückhalten. Habe dann halt gesagt, so, du hebst nicht die Hand gegen meine Frau. Das hat den Mann, der mich zuerst angesprochen hat, dann wohl dazu verleitet, mir in die Haare zu greifen, mich nach unten zu drücken und mich bis zur Bewusstlosigkeit zu schlagen. Und genau hier in dem Gebiet, also zumindest bin ich hier zu mir gekommen. Ich nehme an, hier wird es auch irgendwo gewesen sein, genau. Ich bin dann irgendwann zu Bewusstsein gekommen und da hatte die Situation sich schon Richtung Ende der Straße, was letztlich auch der Fluchtweg der Täter war, weitergezogen. Ich habe dann verzweifelt zur Security geschrien, haltet die fest, woraufhin mir gesagt wurde, du bist selber schuld, halt den Mund. Hier haben wir nochmal stehen, 4 bis 5 Faustschläge, das war so das, was wir ungefähr wussten. Initial bewusstlos, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit. Andererseits habe ich da auch vielleicht Glück gehabt, habe ich keine äußerlichen Schäden gehabt. Unabhängig davon, dass Schmerzen auf jeglicher Ebene stattfinden können, habe ich als Krankenschwester durchaus die Folgen einer Gehirnerschütterung und eines Schleudertraumas mindestens 1,5 Wochen lang erlebt. Das kann sich auch niemand vorstellen, wie das ist, es sei denn, dir passiert das, wenn du zurückguckst und deine Partnerin am Boden liegt. Die beiden erstatten noch vor Ort Anzeige bei der Polizei. Gegen den mutmaßlichen Täter, als auch später gegen den Türsteher wegen unterlassener Hilfeleistung. Der Vorfall belastet Frances besonders psychisch, weil viele aus dem Umfeld des Clubs versucht haben, die Situation herunterzuspielen, sagt sie. Wir haben ja erstmal sehr viel geschrieben und dann hatten wir eigentlich 2 Wochen keinen Kontakt mehr und ich wusste nicht, was ist da los. Ne? Also du hast ja dann quasi dich nicht mehr zurückgemeldet und ich dachte, du willst nicht mehr am Projekt teilnehmen, aber du hast dich ja dann gemeldet und gesagt, euch geht es ja schlecht und ihr habt irgendwie Panikattacken jetzt seitdem und da wurde mir auch nochmal klar, was das für ein Ausmaß dieser Vorfall für euch auch hat. Das sind psychische Auslöser, die ich jetzt von diesem Erlebnis habe, die auch verbunden sind mit dieser Glaubwürdigkeit. Wenn dir jemand die Glaubwürdigkeit nimmt und sagt, das ist so nicht passiert oder obendrauf, du bist daran schuld, weil du warst spät unterwegs, weil du hast dich offen lesbisch gezeigt oder offen queer gezeigt und weil du hast dich sexy angezogen und weil du hast Nein gesagt, damit habe ich provoziert. Von dem Chef, dem der Club hier gehört, kam keine Unterstützung bei der Aufklärung des Vorfalls, erzählt Frances. Sie wollen ihn später damit konfrontieren, warum seit 2 Monaten nichts passiert.
Bei Instagram hingegen haben die beiden viel Zuspruch bekommen, als sie dort davon erzählen. Viele schreiben ihnen auch, dass sie selbst sich mittlerweile sehr unsicher fühlen auf der scharfen Straße. Viele Situationen, die gefährlich sind für euch vielleicht, merke ich nicht. Und deswegen würde ich gerne mal so von euch irgendwie erfahren, so wo würdet ihr jetzt sagen, in welchen Situationen, in welchen Ecken könnte es gefährlich werden? Ja. Diese Gasse entlang, da gab es schon einige Vorfälle. Es wird dort immer dunkler. Du hast dann noch kleinere Gassen, die zu den Seiten weggehen, wo was passiert, wo auch schon Dinge passiert sind. Auch Tabitha ist so etwas passiert. Sie hat hier erst vor einigen Monaten schon mal etwas Schlimmes erlebt. An dem besagten Rosenmontag, wo ich hier, ich vermute auch in der vollen Straße vorm Corner, K.O.-Tropfen bekommen habe, gab es eine Person in dem bisschen Erinnerung, was ich daran habe, die mich genau diese Straße zu seinem Auto reingeführt hat. Leute gehen sich aneinander vorbei und schlagen sich, schubsen sich, fassen sich an, schreien sich an und laufen dann schnell weg. Hier wird es total dunkel. Ich wurde ja auch schon mal so. Ja, genau. Das ist ein Standardding hier an diesem Korridor. Das weiß Frances alles, weil sie hier auf der scharfen Straße jahrelang gearbeitet hat. Aber seit dem Vorfall ist sie arbeitsunfähig. Wir haben hier die scharfen Straße. Wir befinden uns jetzt hier. Da ist der Rudolfplatz. Diese ganze Straße hier ist Partymeile. Das sind die Ringe. Diese Partymeile ist unglaublich aggressiv aufgeladen zu später Stunde. Genau, das geht dann hier rechts rum. Das ist ein totaler Brennpunkt, da passieren andauernd Gewalttaten. Und dann haben wir hier gar nicht weit, wo ist die Zülpicher Straße? Das ist dann eben dort nochmal 100 Meter weiter, ist die Zülpicher Straße, auch eine Partymeile, auch wahnsinnig aggressiv aufgeladen. Das heißt, die Scharfenstraße ist umzingelt von Brennpunkten. Wir liegen genau in der Mitte. Diese beiden Straßen sind auch seit vergangenem Jahr Waffenverbotszonen und teilweise videoüberwacht. Von der Polizei höre ich, dass die Kriminalität und der Drogenhandel dort extrem hoch sei, im Gegensatz zur scharfen Straße. Viele kommen von den Ringen und der Zülpicher Straße, um hier weiter zu feiern. Wir sind aber ein Schutzraum oder wir wollen ein Schutzraum sein. Man trifft sich hier abends nicht nur, um sich die Kante zu geben, sondern man trifft sich hier abends, weil es die einzige Straße ist, in der es mehrere Lokalitäten für queere Personen gibt. Du kannst dich hier schon um 17 Uhr auf der Terrasse treffen, ja, eine Limonade trinken und dich einfach connecten mit anderen queeren Menschen, andere queeren Menschen kennenlernen, über Sachen sprechen, die dir so passieren. Ja. Vielleicht kriegt man da Tipps, wie man was machen kann, wie man jemanden konfrontieren kann, von dem man Diskriminierung erfährt. Ja. Darum geht es hier. Wer feiern gehen will, geht zum Beispiel ins Ex-Corner. Diese Tanzbar gibt es seit 1991 und ist sehr bekannt in der Kölner queeren Community. Hier hat Frances auch schon gearbeitet und auch einige Vorfälle mitbekommen. Wir wollen uns ein Getränk holen, aber dazu kommt es nicht. Sag mal, hast du schon gemerkt, dass du sie gerade eben weggeschoben hast? Ne? Bitte? Du hast schon gemerkt, wie du sie gerade weggeschoben hast, oder? Habe ich sie weggeschoben? Ja. Tut mir leid, war nicht. Nur wegen dem Fee, deswegen seid ihr so bescheuert. Ja, perfekte Situation. Also genau das ist auch so etwas. Man möchte hier rausgehen und man wird als Frau einfach so selbstverständlich weggeschoben. Ja? Weil der Mann hat ja wohl mehr Recht, jetzt rauszugehen. Ich krieg direkt Zitteranfall. Was ist los? Ja, einfach die Situation mit dem Mann. Also das ist genau das, was passieren kann. Solche Situationen würden ihnen öfter passieren. Das erzählen mir auch andere, mit denen ich hier heute Nacht spreche. Frances möchte Antworten haben und was mit dem Türsteher ist, der keine Hilfe geleistet hat. Ja. Sie verabredet sich mit der Geschäftsleitung des Clubs. Sie wollen sich später hier treffen. Frances und Tabitha sagen, ja, wir sind Geschädigte, aber wir wollen auch Veränderung. Dafür haben sie sich einen Plan überlegt, damit die Straße sicherer für sie wird. Wir gehen ja jetzt zu Rubicon. Was habt ihr da vor? Was passiert da? Wir möchten einmal mit Charlie von Rubicon sprechen, die auch schon mit uns die psychosoziale Beratung gemacht hat. Uns ist es ein Anliegen, einen Brief zu verfassen, an die Stadt gerichtet und da mal gemeinsam zu überlegen, was sind denn die Punkte, die wichtig sind und was sind die Punkte, wo man durchaus die Stadt zur Verantwortung ziehen kann. Der Verein Rubicon ist wenige Meter von der scharfen Straße entfernt und unterstützt queere Menschen in allen Lebensbereichen. Hi, ne? Wie geht's euch? Ja, also ich habe mich jetzt noch mal 2 Wochen länger krank schreiben lassen. Mhm. Und wie war jetzt
das bei euch? Also was hat Charlie für euch gemacht? Wie konnte sie euch helfen? Mit Charlie, also das war mein Gefühl, habe ich in der Hinsicht zum ersten Mal Glaubwürdigkeit zurückbekommen. Weil man ist in die Beratung gegangen und in erster Instanz hat Charlie ganz klar gemacht, ich glaube euch. Und auch vielleicht so ein bisschen wegkommt von diesem, ich habe Schuld daran oder ich muss den Täter vor Gericht bringen, sondern ich muss zuallererst gesund werden. Letztes Jahr gab es 1051 Fälle in Deutschland, die von queerfeindlicher Hasskriminalität waren. Und die Dunkelziffer ist ja gigantisch, weil es einfach sehr viele Gründe gibt, warum queere Menschen das dann nicht anzeigen und damit bleibt es auch so unsichtbar. Also die häufigsten Gründe, die wir hören, sind einmal, das bringt eh nichts, dann auch Sachen, Angst vor erneuter Diskriminierung bei Polizei, bei Strafverfahren generell und genau, oder generell ein schlechtes Vertrauen in irgendwie Strafverfolgungsbehörden. Das kann auch der Grund sein, warum die gemeldeten Straftaten auf der scharfen Straße seit Jahren nicht mehr werden. Ich habe mit der Polizei Köln gesprochen und die haben mir geschrieben, dass sie deswegen auch keinen Grund zur Beunruhigung sehen. Das sieht Charlie anders. Und das heißt also, was genau fehlt im Moment? Es fehlt ein Schutzkonzept, was irgendwie über die ganze Szene getragen wird. Also das muss ein absoluter Minimalkonsens sein, dass diese Menschen hier sicher sind. Und wenn sie das nicht sind, dann ist es natürlich auch kein Safe Space. Damit das aber einer wird, möchten Francis und Tabitha ihre Forderungen direkt an die Stadt Köln stellen. Mit ihm. Das ist Anbiet. Er und Francis haben sich vergangenes Jahr auf der Scharfenstraße kennengelernt. Er ist Queer-Aktivist und will sie supporten. Gemeinsam schreiben sie einen dreiseitigen Brief, in dem sie unter anderem eine bessere Beleuchtung auf der Straße fordern. Den wollen sie persönlich bei der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker abgeben. Nachdem Francis und Tabitha schon 2 Monate auf Antworten warten, treffen sie jetzt auf die Chefs des Clubs, vor dem Tabitha bewusstlos geschlagen wurde. Ich habe während des Gesprächs das Gefühl, niemand will hier wirklich die Verantwortung übernehmen. Es ist irgendwie im täglichen Brass einfach irgendwie untergegangen. Natürlich hätte ich mich weiter kümmern müssen, ist ganz klar. Also hat man das vielleicht einfach nicht ernst genug genommen? Doch, man hat es schon ernst genommen. Zum einen, weil wir die Sachen eigentlich grundsätzlich sehr ernst nehmen und nochmal eine Spur drauf, weil Francis natürlich nicht nur ein Gast ist, sondern auch eine Kollegin. Und ja, aber was soll ich dir jetzt sagen? Nee, also ich frage nur nach, weil in meinem Verständnis 2 Monate schon ein langer Zeitraum. Ist es, vollkommen. Wir sprechen locker 1-2 Stunden. Tabitha und Francis machen ihre Forderungen klar. Der Besitzer kommt ihnen etwas entgegen und bietet an, in seinem Club Exile Werbung zu schalten, um zu sensibilisieren für das Thema Gewalt gegen queere Menschen. Auch Francis' Vorschlag, eine Person einzustellen, an die man sich wenden kann, wenn man sich unwohl fühlt im Club, will er sich überlegen. Eine Sache ist immerhin jetzt schon passiert. Also der Türsteher ist nicht mehr da, kommt auch nicht wieder. Da kommt ein neuer Türsteher und also wäre jetzt auch mein Vorschlag, ne, dann kommt ihr samstags abends mal und setzt euch einfach mal 3 Stunden vors Exile und keine Ahnung, trinkt da irgendwas und guckt euch den mal an und guckt euch den mal an, wie geht der denn mit den Gästen um und ist das jetzt jemand, der da auch, sag ich jetzt mal, queer-freundlich ist und so weiter. Könnte ich das auch vorstellen? Ja, definitiv. Also das ändert ja schon mal einiges, ne? Dass man einfach da die Möglichkeit hat, wenn man das möchten wir, mit ein Teil von zu sein. Ne? Wenn es jetzt schon was passiert ist, dass da ein neuer Türsteher steht, dass man die Möglichkeit hat, wie du gerade gesagt hast, sich den anzuschauen und da vielleicht auch zu sagen, wenn irgendwas nicht so passt. Hätte ich mir nicht erwartet. Gibt uns ja was ganz Besonderes wieder zurück, weil ich habe hier an diesem Ort die Freiheit gefunden, mich in meiner Gänze zu finden. Und jetzt vielleicht Teil davon sein zu können, diese Freiheit hier wieder mehr hinzubringen. Das gibt einem ja auch Heilung und ein Stück Kontrolle zurück und Sicherheit. Ich
musste das Ganze jetzt mal ein paar Tage sacken lassen, weil mir noch mal sehr deutlich geworden ist, wie sehr sich Frances und Tabitha in ihrem Safe Space bedroht fühlen. Frances hat mir jetzt übrigens auch bei WhatsApp geschrieben, dass sie dort in der Gastro auch einfach nicht mehr arbeiten möchte, weil sie sich nicht genug geschützt fühlt dort. Ja, das Ganze hat mir noch mal gezeigt, dass auf der Schaffenstraße ganz unterschiedliche Probleme zusammenkommen. Von Sexismus über Gewalt, auch durch andere queere Menschen, bis hin zu fehlenden Sicherheitskonzepten. Deswegen super stark, dass Tabitha und Frances sagen, ja, wir sind Geschädigte, aber auch und vielleicht auch deswegen wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Schafenstraße wieder sicherer wird für uns und für andere. Denn Safe Spaces sind extrem wichtig für die queere Community. Einfach ein Ort, wo sie selbst sein können, ohne Angst vor Verurteilung oder Gewalt. Wie ist das bei euch? Habt ihr Safe Spaces und warum sind diese euch so wichtig? Schreibt es uns unten in die Kommentare und wir haben öfter queere Themen. Wenn ihr da immer up to date bleiben wollt, dann lasst uns ein Abo da. Dieser ganze Film ist nur zustande gekommen, weil Frances mich bei den Dreharbeiten zu meinem letzten Film angesprochen hat, zum Thema Transmenschen bei der Polizei. Während des Drehs hat sich jemand bei mir gemeldet, der hat sogar die Bundespolizei verklagt. Man hat es ja da wirklich geschafft, eine Transfrau, die eigentlich bereit ist, in den Staatsdienst zu gehen und ihr Leben zu riskieren, so weit abzuschrecken, dass ich gesagt habe, ich möchte, glaube ich, gar nicht mehr in dem Bereich arbeiten. Wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Story ausgegangen ist, dann schaut euch das Video da oben an und darunter eine Herzensempfehlung von mir. Amael erlebt in der Schulzeit sehr viel Mobbing und Diskriminierung, weil er schwul und schwarz ist. Heute will er sich nicht mehr verstecken. Schaut euch das Video von Shudoku gerne an.